Und in Brüssel möchte ich jetzt mit jemandem sprechen, der gestern einen Schutzengel hatte und mittendrin war bei den Anschlägen. In Brüssel schalten wir jetzt zu Christian Krämer. Das ist der stellvertretende Generalsekretär der EVP-Fraktion im Europaparlament. Hallo, Herr Krämer, hören Sie mich? Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Sie hatten gestern, sagte ich, offenbar einen Schutzengel. Sie waren am Flughafen, als die Anschläge passierten. Wie haben Sie den Tag oder die Anschläge wahrgenommen? Ja, in der Tat. Also ich war für meine Verhältnisse ungewöhnlich früh am Flughafen, weil ich hatte eigentlich geplant, nach Israel zu fliegen. Ich hatte um 9.30 Uhr einen Flug nach Tel Aviv. Und da ja üblicherweise die Sicherheitsbedingungen bei Israel-Flügen schärfer sind, bin ich dann also eine halbe Stunde früher aus dem Haus gegangen, war etwa um 7.25 Uhr am Flughafen, habe den Check-in so gegen 7.40 Uhr gemacht, und zwar exakt an dem in dem Check-in-Bereich, wo dann nachher der Selbstmordattentäter sich in die Luft gesprengt hat. Das heißt, ich war glücklicherweise 20 Minuten früher da, als das Ganze dann passiert ist. Ich bin schon durch die Sicherheitskontrolle, durch die Passkontrolle gewesen, war in der Lounge, die dann, kaum dass ich da war, auch evakuiert wurde. Wir wurden dann also aufs Vorfeld des Flughafens gebracht, und zwar durch die verschiedenen Gates. Ja, und haben dann natürlich ausgeharrt, aber allen war natürlich aufgrund der Informationen, die wir über die Smartphones bekommen haben, klar, was da passiert war. Vom Flughafen selber haben wir eigentlich in dem Moment keine Informationen bekommen, aber wie gesagt, alle haben sich dann selber informiert. Das war eine sehr surreale Situation, mit etlichen tausenden Menschen dann ja, da quasi aufbewahrt zu werden. Dann später in dem DHL-Frachtbereich des Flughafens, bevor man uns dann nach ja, drei bis vier Stunden dann hat im Grunde gehen lassen, teilweise mit Bussen. Ich bin letztendlich zu Fuß ins Zentrum von Zaventem gelaufen, habe dann geschafft, da ein Taxi zu finden. Ja, das so habe ich das gestern erlebt. Und in der Tat, wenn man merkt, wie es anders hätte passieren können, hätte man beispielsweise in einem Stau gesteckt für eine Viertelstunde, 20 Minuten. Ja, das muss man erstmal verarbeiten. Aber ich bin natürlich glücklich, dass nichts passiert ist. Sie sagen es selbst, es hätte durchaus anders laufen können für Sie. Wie geht es Ihnen heute damit? Auch mir geht's gut. Und ich glaube, wenn man sowas erlebt hat, auch nach dem ersten Schock, und wenn man diesen Schock verdaut hat, dann ist man natürlich froh, dass einem selber nichts zugestoßen ist. Aber wir haben ja gerade auch die Bilder gesehen aus Brüssel von Ihrem Live-Korrespondenten. Brüssel ist natürlich auch heute nach wie vor weit, weit entfernt von Normalität. Und im Grunde möchte ich auch sagen, wir haben ja auch eigentlich in den letzten Monaten seit den Anschlägen von Paris nicht wirklich Normalität gehabt. Wir haben uns alle an Soldaten im Straßenbild gewöhnt, aber Normalität war das nicht. Und ich meine, die Entwicklungen in Molenbeek, die auch Ihr Reporter gerade beschrieben hat, die zeigen ja, dass gerade für den belgischen Staat, aber das gilt natürlich für andere europäische Staaten auch, da noch viel zu tun ist. Und letztendlich ist natürlich die Jagd nach den Terroristen und denen, die die Anschläge von gestern geplant haben, wichtig. Aber ich glaube auch, und das ist ja auch gerade angeklungen, dass man letztendlich das Problem an der Wurzel anpacken muss, wenn man nicht gegen diese radikale Islamistenszene, gegen die Salafisten vorgeht und die gegen die Ideologie, die sie verbreiten, dann wird man letztendlich für jeden Terroristen, den man fasst, wieder neue haben. Und da gibt es in Belgien ein Problem. Es gibt auch ein Problem damit, dass ja, Moscheen durch Saudi-Arabien finanziert sind. Und ich glaube, das muss die Politik jetzt sehr entschlossen angehen. Das werden wir gleich noch ein bisschen vertiefen. Wir haben gleich einen Nahost-Experten hier im Studio. Die Frage an Sie. Sie arbeiten für die EU-Institutionen. Die Terroristen wollten offenbar das Herz der EU treffen mit ihren Anschlägen. Was heißt das heute für Ihre Arbeit? Läuft die normal ab? Naja, wir werden schon heute ganz normal auch im Büro arbeiten. Also wir stellen allerdings auch den Mitarbeitern frei, von zu Hause zu arbeiten. Also das Leben muss ja weitergehen. Wir können ja jetzt auch nicht in Schockstarre für Monate verfallen, sondern wir müssen ja gerade das nicht tun, was die Terroristen von uns verlangen und was sie erreichen wollen, nämlich das normale Leben, das wir haben, zerstören.
Wie hat das politische Brüssel auf die Anschläge reagiert? Was hören Sie von Kollegen? Sie sprechen ja sicher untereinander. Naja, natürlich ist das ein Anschlag gegen die EU, letztendlich gegen die gesamte westliche Welt und unsere Art zu leben. Ich glaube, was politisch klar ist, und das ist ja auch in vielen Interviews schon rausgekommen, man muss natürlich besser zusammenarbeiten zwischen den Sicherheitskräften. Wir müssen einen besseren Informationsaustausch hinbekommen. Im Moment wird an den Grenzen natürlich kontrolliert, um zu verhindern, dass Menschen, die beteiligt waren an den Anschlägen, jetzt möglicherweise in andere Länder entkommen können. Aber wie gesagt, also ich glaube, alleine die Terroristenjagd wird nicht reichen, sondern wir müssen dem Problem an der Wurzel begegnen, und zwar bei der Ideologie, die hinter diesen Attentätern steckt. Die belgischen Sicherheitskräfte haben Sie eben angesprochen, die stehen ja im Moment sehr in der Kritik. Wie haben Sie das Krisenmanagement am Flughafen gestern wahrgenommen, als jemand, der mittendrin war? Nun ja, wo wir uns aufgehalten haben, und das war natürlich dann nicht der Ort, wo unmittelbar die Anschläge passiert sind, da ist schon Polizei auch präsent gewesen, auch durchaus massiv präsent gewesen. Aber natürlich war der Fokus der Polizei auf dem Eincheckbereich, auf dem Terminalgebäude, wo es natürlich die vielen Verletzten gab, wo man natürlich verhindern musste, dass weitere Bomben explodierten. Also die Polizei, so wie ich es erlebt habe, war die Polizei schon sehr intensiv mit der Arbeit beschäftigt, die Sicherheitskräfte. Also ich glaube, im Zusammenhang mit gestern kann man Ihnen da wenig vorwerfen. Aber Belgien ist natürlich ein komplexes Land, und mit der Komplexität der Struktur des Landes kommt auch eine gewisse Komplexität bei den Polizeibehörden. Das ist alles sehr föderal organisiert. Auch da funktioniert der Informationsaustausch nicht perfekt. Und wenn man hört beispielsweise, dass die Gemeinde Molenbeek keinen Einblick gibt den Sicherheitsbehörden in ihr Bevölkerungsregister, dann kann ich natürlich nur zu dem Schluss kommen, da stimmt was nicht und das kann eigentlich nicht sein. Und da wird sicherlich auch in Belgien jetzt eine Diskussion darüber beginnen, wie man diese Strukturen effizienter gestalten kann. Ja, die belgischen Polizeistrukturen, das werden wir gleich hier noch ein bisschen beleuchten und vertiefen, wo es da im Einzelnen hakt. Vielen Dank für Ihre Einschätzung aus Brüssel, Christian Krämer, und einen schönen Tag. Gerne, danke.